Ja, herzlich willkommen bei Legendary Games. Heute mit dem Let's Play zur Mission 3 der Zerg-Kampagne von StarCraft 1 Remastered. Ich habe das Remastered vor einiger Zeit gekauft und jetzt bin ich dabei, eben diesen alten Klassiker aus dem Jahr 1998 wieder zu spielen. Mit allen Zwischensequenzen. Ich schweige, während die ganzen Ansagen jetzt kommen und dann, wenn das Spiel läuft, spreche ich natürlich auch. Die Artworks sind übrigens neu. Die Macht dessen, der noch nicht geboren wurde. Denn die wirbelnden Bilder, die den Kokon entströmen, sind nur ein schwacher Abglanz der wahren Kraft des Schläfers. Die Psi-Ausstrahlungen des Kokons sind weit in den Weltraum hinausgeeilt und locken unsere Feinde hierher zu uns. Doch wir kennen alle ihre Pläne. Vorsicht bei Kämpfen mit den terranischen Streitkräften. Die Priorität liegt eindeutig auf dem Schutz des Kokons. Koste es, was es wolle. Ja, die Dinger beschützen und gleichzeitig den Terranern so richtig auf die Fresse hauen, das ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst, aber okay, ich werde mal mein Bestes tun. Da ist der Kokon, der beschützt sein muss. Ist schon ein bisschen größer geworden inzwischen. Und da haben wir schon so unsere erste Larve und noch eine. Ja, nur Arbeiter am Anfang bauen. Erstmal die Materialien. Das merkt man halt schon, dass StarCraft 1 noch ein relativ langsames Spiel ist. Auch wenn es damals ein irres Tempo hatte. Für heutige Verhältnisse ist es aber einfach langsam. Für ein Echtzeitstrategiespiel. Man muss auch fairerweise dazu sagen, dass es erst mit Brood War wirklich auch schwieriger wurde. Ich finde, den ersten Teil hat man damals auch schon ganz gut durchspielen können. Allzu viel zu tun. Wieder eine Larve. Mit den kleinen Hauptgebäuden ist es schwierig, relativ schnell große Armeen zu bauen. Aha.
Gegner sind Terraner. Der junge Mann darf mal folgen. Auch ein Overlord. Es sieht schon mal gut aus. Wunderbar. Oh, gegen 4 schaffe ich es aber nicht. Ihr müsst nochmal zurück. Ah, jetzt kann ich euch nicht eingraben, ist natürlich schlecht. Schön zurücklaufen. Graben wäre gut, aber weitere Geschütze sind auch gut. Baue ich noch nicht. Wobei einmal hier drüben baue ich es. Einmal laufen. Ja, ist gut. Mineralien im Überfluss bald geben. Eingraben ist immer gut, nehmen wir mit. Kolonie ist auch immer gut. Die sind einfach schnell, die Hydralisken. Schon. So, jetzt kommen wir die dahin. Und dann machen wir die Schlangis. Sammelst noch mal eine Runde. Dann erstmal Schlangen. 2 Stück, passt. Ja, krieg mal hin. Ist es. Evolution abgeschossen. Aber schon 6 Schlangis. Die Schlangen sind echt die besten. Kommt nur, kommt nur.
Alle eingraben. Einen Drachen haben sie fast abgeschossen. Aber nicht viel. Kann man das da oben nicht mal klären, die Gegend? Sind schon jede Menge Schlangen. Der Vitalistenbau ist fertig. So, eine noch, haben wir unsere 12. So, jetzt dürft ihr auf Tour gehen, Jungs. Da hoch und bitte den blöden Jeep kaputt machen. Den zuerst. So, die Schlangen sind meine Freunde. Da sehe ich auch schon, wo ich bauen kann. So, hier wird gebaut. Schlangen haben einen guten Job gemacht. Eine verloren. Lang. Tja, ja. Schön, dass es immer so ewig dauert. Fährt so ein Kerl Patrouille.
Alles klar. Hier kommt so ein Eingangswächter hin. Ihr macht da weiter. Und ihr schnappt euch sowas. Und alles sollte gut sein. Bauen wir. Diamanten sind das kleinere Problem. So, dann können die auch mal transportieren. Die wären noch besser in der Verteidigung. Und dann können wir mal Drachen bauen. Eine Schlange. Machen wir direkt da oben eine nach. Geht's nur zu meiner Kolonie, passt. Grabe ich sie mal hier ein. So, die Drachis dürfen auch hochfliegen. Das ist ab sofort auf der 2. Fehlt's technisch. Machen wir doch mal 3. Schon mal ein paar Drachen. So, die suchen alle schön. Ah, Schlange braucht man keine. Immer schön die Vögelchen bauen. Und die Schlangen kriegen nochmal eine Verbesserung. Ah, jetzt habe ich sie auf 1 gelegt, ist egal. Die kommen auf die 3.
So, hier runter. Hier schön da hoch. Aha, erstmal ist das Gas knapp. Auch interessant. Habe ich nicht gut aufgepasst. Alle zurück. Hier daher. Team 1 darunter. Könnt euch da unten warten. Ihr seid Team 2. Das war unnötig, aber passiert. Wir brauchen mehr Overlords. Geschützpower steigt auch gleich nochmal. Auch von den Schlangen. Sehr löblich. Jetzt bearbeiten wir erstmal ein bisschen die Basis. Muss hier nämlich irgendwo liegen. Erstmal alle schön zurück. Eine Runde heilen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Neue Typen bauen. Ah, oh, nicht solche. Naja, gut, was soll's. Evolution abgeschlossen.
So. Schön die Drachis bauen. Neuer Drachenterror. Die Level ist rum. Ich wusste übrigens noch, dass es massiv Panzer gibt, sonst hätte ich nicht so viele Drachen gebaut. Spezialisiert diese Panzer. Machen den Rest kaputt da oben. So, da gehen wir darüber. Bauen hier was Nettes. Mit der terranischen Basis. Und damit endet auch Mission 3 in jeder Minute.
den Augenblick zumindest. Also los, ihr traurigen Bastarde! Zurück! Zurück! Halt, Celebrat! Verfolge sie nicht! Celebrat, du musst bleiben und die Kokon an einen sicheren Ort bringen. Dagoth wird sich um die verbleibenden terranischen Streitkräfte kümmern. Das war's mit Mission 3. Schaut ins nächste Video Mission 4 und dann sind wir fast schon bei der Hälfte der Kampagne. Macht's gut, bis bald. Ciao.